Mein Name ist Brian Dix, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Justus-Liebig-Universität, an der Professur für den ökologischen Landbau und seit dem Jahr 2020 beschäftige ich mich intensiv mit Mulchsystemen. Unser Forschungsprojekt trägt den Namen wirtschaftlicher Gemüseanbau in einem naturnahen Mulchsystem und der Anlass für dieses Projekt war zum einen die Etablierung von Gemüsebau in unserer Region. Wir sind in Mittelhessen und haben halt einfach eine sehr geringe Selbstversorgung mit Gemüse. Und zum anderen befinden wir uns im Klimawandel und insbesondere der Gemüsebau ist sehr wasserbedürftig. Und da braucht es innovative Lösungen, um dem Klimawandel zu trotzen, um resilienter zu werden. Ziel dieses EEP-Forschungsprojektes ist es, mit dem Kombimulchverfahren eine Möglichkeit zu schaffen, dass Ackerbaubetriebe Gemüse produzieren können und Gemüsebaubetriebe eine Möglichkeit haben, Gemüse regenerativ und resilient zu produzieren. Für die Anwendung von Mulch im Gemüsebau müssen wir zuerst den Mulch produzieren. Dazu brauchen wir eine Zwischenfrucht, die besonders Biomasse ertragreich ist. Dazu nehmen wir den Grünschnittroggen im Gemenge mit Winterwicke und Wintererbse. Das Ganze sehen wir dann Ende September auf dem Feld aus und geerntet wird es dann Ende Mai. Dann wird diese Zwischenfrucht gemulcht und von externen Flächen wird auch nochmal Mulch rangeholt und nachgestreut, damit wir eine dicke Mulchschicht haben auf dem Feld. Also die sollte 7 bis 8 cm betragen. Das sind dann auch ungefähr 15 Tonnen Trockenmasse je Hektar. Dann können wir mit einer speziellen Pflanzmaschine, dem Mulchtech-Planter, welche auf dem Biogemüsehof Dickendorf im Westerwald gebaut wird, Jungpflanzen direkt in die Mulchschicht absetzen. Und die Maschine schneidet den Mulch mit einem Schneidwerk auf. Im Nachgang läuft ein Schar in den Boden, welches die Jungpflanzen in den Boden ablegen kann. Und nach dem Schar laufen nochmal Andruckrollen über das Feld, die die Mulchschicht wieder zuschließen und den Boden andrücken. Die Vorteile des Mulchs gehen von seiner bodenbedeckenden Eigenschaft aus. Wenn die Mulchschicht dick genug ist, kann diese die Sonnenstrahlung von der Bodenoberfläche abschirmen, wodurch sich der Boden weniger stark erhitzt. Dadurch können wir auch den Boden vor der Verdunstung schützen und das führt zu größeren Pflanzen und auch zu erhöhten Erträgen. Dadurch, dass der Mulch den Boden vor der Evaporation schützt, also vor der Verdunstung, kommt es selten zu Ereignissen, wo der Boden in einen Bereich kommt, wo es zu nicht pflanzenverfügbarem Wasser kommt. Dadurch, dass wir auch permanent mehr Wasser in den Porenräumen des Bodens haben, können diese schneller bei Regenereignissen nachgefüllt werden. Allgemein wachsen die Pflanzen anders in einer Mulchschicht. Unter der Mulchschicht finden wir häufig Feinwurzeln vor, die an der Oberfläche wachsen. Und wenn es dann zu niedrigeren Niederschlägen kommt, haben die Pflanzen etwas davon. Wir haben letztes Jahr hier auf diesem Versuchsfeld Treibhausgasemissionen gemessen und haben festgestellt, dass der Roggenmulch mit einem weiten CN-Verhältnis, in dem Fall war es ein CN-Verhältnis von 63 zu 1, Lachgasemissionen gemindert hat. Zwar nicht signifikant, aber trotzdem ist es schon mal ein positives Zeichen, dass der Mulch mit seinem erhöhten Wasserhaushalt nicht zu erhöhten Lachgasemissionen führt. Wir erklären uns die geminderten Lachgasemissionen so, dass der Roggenmulch zwar zu erhöhten Wassergehalten im Boden führt, aber dadurch, dass aus dem Roggenmulch kein Stickstoff nachmineralisiert wird und dieser den Boden kühl hält, das eben zu geminderten Lachgasemissionen geführt hat. Allerdings ist es so, dass der Boden im Frühjahr sehr langsam erwärmt wird, wodurch die Mineralisierung des Stickstoffs aus der organischen Bodensubstanz nicht in Fahrt kommt. Da können Mangelerscheinungen auftreten. Außerdem ist die Mulchschicht isolierend. Bodenwärme wird im Boden zurückgehalten und wenn es dann um die Eisheiligen herum zu Minustemperaturen kommt, sind frostempfindliche Kulturen in einer Mulchschicht stärker gefährdet als ohne Mulch. Die Bodenbeschattung führt auch dazu, dass Lichtkeimer nicht keimen können und wir samenbürtige Unkräuter effizient unterdrücken können. Vor allem die Melde, der weiße Gänsefuß und der Flohknöterich konnten schlecht in dem Mulch auflaufen.
Die Mulchschicht schützt aber nicht vor Wurzelunkräutern. Und wenn wir ein starkes Aufkommen von Wurzelunkräutern im Feld haben, wie Quecke, Ampfer und Distel, dann sollten wir keine Mulchschicht verwenden, weil auch diese Pflanzen in einer Mulchschicht besser wachsen und das zu erheblichen Problemen führen könnte. Die Mulchschicht kann je nach Beschaffenheit und CN-Verhältnis als Pflanzenvolldünger dienen. Wenn der Mulch verrottet, werden Pflanzennährstoffe frei, die dann den Pflanzen zur Verfügung stehen. Und der Mulch kann aber auch als Lebensraum für Nützlinge dienen, die Gegenspieler von vielen Schädlingen sind, was sich dann in der Pflanzengesundheit zeigt. Ich bin Elisa Schelt, eine Tochter vom Betrieb Schelt. Wir sind ein Naturlandbetrieb, Gemischtbetrieb mit vorwiegend Milchvieh. Ich bin Annemarie, ich studiere im Master Insektenbiotechnologie, bin auch hier auf dem Hof groß geworden. Und wir sind hier in Großen Busek bei Gießen in Mittelhessen. Die Jahresniederschlagsdurchschnittsmenge liegt so um die 600 Liter. Sandigen Lehm haben wir hier und der Standort hier bei dem Gemüse ist ein Südhang, recht guter Boden, vor allen Dingen unten raus sind es um die 65 Bodenpunkte, oben wird es ein bisschen schlechter. Ein Vorteil für uns ist jetzt bei dem Verfahren, dass es uns möglich ist, ohne Bewässerungsstrukturen Gemüse anzubauen. Also der Mulch, die Feuchtigkeit, die im Boden gehalten wird, macht sich bemerkbar. Wir hatten jetzt drei sehr unterschiedliche Jahre. Im ersten Jahr sind wir gestartet mit den drei fürs Projekt vorgesehenen Kulturen, Zuckermais, Weißkohl und Hokkaido. Obwohl es ein sehr trockenes Jahr war, ist der Weißkohl aber sehr gut gelungen und da hatten wir auch ordentlich Ertrag, was man gar nicht so gedacht hätte. 2021 war dann ein Jahr mit sehr guter Niederschlagverteilung, da hatten wir auch ordentlich Regen und durch die Bank weg in allen Kulturen gute Erträge. Da haben wir nämlich schon ein bisschen erweitert in unserem Sortiment und wollten auch noch andere Kulturen ausprobieren. Das hat ganz gut geklappt und in diesem Jahr ist es enorm trocken. Also wir hatten jetzt die letzten drei Monate, Juni, Juli, August, ganz wenig Regen. Dennoch steht was auf dem Feld, aber die Erträge werden wohl nicht so gut sein. Wir konnten jetzt für uns feststellen, hier an dem Standort auf jeden Fall, dass die Kohlgewächse insgesamt ganz gut gedeihen im Vergleich zu anderen Sachen. Und haben jetzt sehr viel ausprobiert und konnten da so ein bisschen abschätzen, was denn hier gut gelingt ohne zusätzliche Bewässerung und welche Kulturen dann doch eher schwierig sind für den Fall, dass nochmal so ein extrem trockenes Jahr kommt. Durchgängig gut war auf jeden Fall Weißkohl, Rotkohl, Wirsing, auch zum Beispiel Palmkohl, Grünkohl, Mangold, so die Sachen sind gut. Andere Sachen sind schwierig, zum Beispiel beim Knollensellerie sieht man enorme Unterschiede, je nachdem, wie viel Wasser der abbekommt. Letztes Jahr war der enorm groß. Dieses Jahr tut er sich sehr schwer, überhaupt seine Knollen zu bilden. Und Zuckermais war jetzt zum Beispiel in allen drei Jahren sehr schwierig. Den würden wir jetzt vielleicht nicht nochmal machen. Ich bin die Anne Fey, bin 27 Jahre alt. Ich komme aus Polheim bei Gießen von einem landwirtschaftlichen Betrieb. Ich habe selbst Agrarwirtschaft studiert, auch vorher eine landwirtschaftliche Lehre gemacht und übernehme hier bei uns auf dem landwirtschaftlichen Betrieb das Gemüseprojekt. Zu unserem Standort, wir haben hier Basaltverwitterungsgestein, wir sind Ausläufer vom Vogelsberg. Wir haben hier einen sehr schweren Boden, wir haben einen hohen Tongehalt von ca. 30%. Die Bodenpunkte sind so zwischen 50 und 60 und wir haben hier so eine Jahresdurchschnittstemperatur von ca. 9 Grad. In guten Jahren haben wir 550 mm Niederschlag. Jetzt in den letzten Jahren war es viel, viel weniger. Und dadurch hat uns das Mulchprojekt einfach einen riesen Vorteil geboten. Dadurch, dass wir keine Bewässerungsmöglichkeiten direkt am Betrieb haben, können wir jetzt durch dieses Projekt Gemüse anbauen ohne Bewässerung. Zuerst war ich ziemlich skeptisch im ersten Jahr. Dadurch, dass ich eine landwirtschaftliche Ausbildung hinter mir habe und keine gartenbauliche Ausbildung, ist es so, dass ich gar nicht so viel Ahnung habe vom Gemüseanbau. Und das waren halt schon auch so meine Herausforderungen. Dann war das erste Jahr ein super trockenes Jahr, 2020. Seit der Pflanzung hat es ungefähr nur noch 10 Liter geregnet. Und wir hätten nie gedacht, dass wir dann doch so einen Ertrag runterholen, auch in so einem trockenen Jahr. Deswegen waren wir trotzdem begeistert, dass wir doch was ernten konnten von der Fläche, ohne dass wir überhaupt in irgendeiner Weise bewässert haben. Im ersten Jahr der Pflanzung hatten wir vor allem die Herausforderung mit dem Auftragen der Mulchschicht. Das war für uns ja auch ganz neu. Wir haben die Mulchschicht mit dem Düngerstreuer ausgestreut.
und hatten somit keine gleiche Mulchschicht, sodass wir mit der Hand später nochmal nachbessern mussten. Das haben wir dann auch sehr speziell beim Pflanzen selbst gemerkt, dass die Maschine den Mulch vor sich hergeschoben hat, dadurch, dass wir teilweise eine sehr dicke Mulchschicht hatten. Und auf den anderen Stellen hatten wir dann zu wenig Mulch, wo wir auch dann gemerkt haben, dass da dann die Unkräuter im Endeffekt hochkamen. 2021 war ein ganz anderes Jahr. Wir hatten sehr viel Niederschlag und wenn wir den Boden bearbeitet hätten, hätten wir gar nicht pflanzen können. Und hier auf der Fläche, wo der Mulch lag, war trotzdem eine Pflanzung möglich. Im dritten Jahr, 2022, hatten wir jetzt im Frühjahr sehr gute Bedingungen, gerade auch zur Pflanzung. Es war nicht zu trocken, nicht zu feucht. Wir hatten ein sehr nasses Frühjahr, was uns zugute kam. Dadurch waren die Böden noch gesättigt und die Pflanzung lief sehr reibungslos. Im Gegensatz zu den anderen Jahren hatten wir gar keine Probleme. Und jetzt im August zum Beispiel hatten wir leider nur 5 Liter Niederschlag, was wir jetzt einfach merken, dass es viel zu trocken ist. Und vielleicht einfach nochmal zur Pflanzung. Wir haben sonst die Jahre bewässert direkt an der Pflanzmaschine dran. Das haben wir dieses Jahr ausfallen lassen, dadurch, dass es noch sehr feucht war. Aber jetzt einfach als Erfahrungswert für die nächsten Jahre würden wir schon gerne wieder, egal wie nass es ist, bei der Pflanzmaschine direkt beim Pflanzen mit bewässern. Von Beginn an, von 2020, haben wir direkt auch eine eigene Fläche gehabt, die wir jedes Jahr vergrößert haben. Angebaut haben wir ganz verschiedene Kohlsorten, vom Blumenkohl, Brokkoli, Weißkohl, Rotkohl, Rosenkohl. Wir haben Salate angebaut, rote Beete, Sellerie, alles, was man im Mulch pflanzen kann, und haben das auch über den Hofladen vermarktet. Ich würde anderen Betrieben empfehlen, erstmal mit einer kleinen Anbaufläche zu starten, um da nochmal zu schauen, was an dem spezifischen Standort man für Bedingungen hat und was da besonders gut gedeiht. Weiterhin braucht man mehr Fläche als die Fläche, auf der allein später das Gemüse steht, weil auch eine Spenderfläche notwendig ist, auf der das Mulchmaterial wächst, die dann auf die Gemüsefläche ausgebreitet wird. Es wäre toll, wenn eine Fläche in der Nähe ist, so wie das bei uns ist, weil dann kann man schnell mal nach dem Gemüse gucken gehen. Das Monitoring ist nämlich ziemlich wichtig, haben wir gemerkt, was Schädlinge betrifft, zum Beispiel auch Erntezeitpunkte, weil die eben so verschieden sein können, je nach klimatischen Bedingungen. Es ist sehr wichtig, dass man sich vorher informiert, wo ist eine Pflanzmaschine und auch die Termine zur Pflanzung koordiniert. Außerdem ist die Absprache mit dem Jungpflanzenproduzenten wichtig, sofern man einen benötigt und die Jungpflanzen nicht selbst großzieht. Die Mulchschicht sollte nämlich ca. 9 cm hoch sein. Das bedeutet, die Jungpflanzen müssen zum Pflanzzeitpunkt noch ein bisschen größer sein. Außerdem ist noch wichtig, dass man sich vorher bewusst macht, wo man das Gemüse vermarkten kann und auch welche Kultur da in Frage kommt. Also für die Zukunft wünschen wir uns erstmal Regen. Regen, Regen, Regen. Und dann auch einen größeren Kundenstamm, der interessiert ist an bioregionalem Gemüse. Vermarktung in der Region wäre schön, wäre für uns ein Thema. Nachhaltig anbauen und auch nachhaltig vermarkten mit kurzen Transportwegen. Außerdem vielleicht noch ein bisschen das Verfahren an unseren Betrieb anpassen und eigenen organischen Dünger verwenden von den Kühen. Ja, und dann wäre auch nett, wenn es vielleicht eine Pflanzmaschine in der Region gäbe, um besser Termine absprechen zu können. Ich sehe in dem Projekt Potenzial für die Zukunft des Gemüseanbaus. Dafür wäre es natürlich schön, wenn auch verschiedene Betriebe noch starten würden, teilnehmen würden, wenn man da noch mehr Informationen sammelt und voneinander, miteinander lernen kann, größeren Erfahrungsaustausch generiert. Interessant wäre natürlich für verschiedene Betriebe, sowas in die Fruchtfolge integrieren zu können. Und dafür wäre es einfach schön, wenn noch ein paar Betriebe mutig sind und man da in Kontakt bleibt und genau das Projekt nicht aus den Augen verliert, sondern da einfach sich ein Netzwerk bildet verschiedener Betriebe, mit denen man dann vielleicht auch in der Region kooperieren kann. Nach dem Projekt kamen wir zu dem Entschluss, eine eigene Mulchpflanzmaschine zu kaufen. Dadurch, dass wir einfach gemerkt haben, wir möchten weiterhin Gemüse anbauen, was wir auch sehr gut im Hofladen vermarkten können. Um die Maschine aber besser auszulasten, möchten wir auch gerne im Lohn für andere Landwirte pflanzen. An den Tagen der Pflanzung kamen Landwirte vorbei und haben sich das System angeschaut, waren auch begeistert davon, aber auch im Projekt möchten einige auch weiterhin Mulchgemüse anbauen.
Zum anderen würde ich mir wünschen, dass wir unser Mulchgemüse an die Großküchen nach Gießen verkaufen können, sodass diese auch regionales und saisonales Gemüse bei sich vor Ort anbieten. Ich glaube, dass dieses Anbauverfahren großes Potenzial hat und in der Zukunft auch vermehrt Verwendung finden wird. Außerdem verbindet das Kombimulchverfahren alle Aspekte der bodenaufbauenden Landwirtschaft. Wir haben ein wurzelbetontes Zwischenfruchtgemenge über den Winter, welches mit den intensiven Wurzeln zu einem Humusaufbau führen kann. Außerdem bedecken wir den Boden ausreichend mit Organik, sodass der Boden kühl bleibt, feucht bleibt, was auch zu einem Humusaufbau führen kann. Außerdem führen wir den Flächen sehr viel Organik zurück, was wichtig ist für die Humusreproduktionsraten. Und ich bin davon überzeugt, dass sich dieses Anbauverfahren in der Zukunft durchsetzen wird, weil es den vielfältigen Auswirkungen des Klimawandels entgegenwirkt.